Wir sind zurück beim Volkspark-Festival und bei mir ist jetzt Horst Rubisch. Horst, moin, vielen Dank, dass auch du heute vorbeischaust. Ja, gerne. Ich habe mich schon gefreut darauf. Sehr gut. Wir haben dich extra so gesetzt, dass im Hintergrund dein alter Trainer zu sehen ist. Also der hat dich im Blick. Bin gespannt, was du zu sagen hast, was du zu erzählen hast, mit ihm im Rücken. Naja gut, ich denke mal, Ernst war ja einer der Vorreiter, was den offensiven Fußball anging. Und dann habe ich natürlich viele Erinnerungen dran. Ich habe mit ihm einige Titel gewonnen und hatte das Vergnügen dann, ich sage extra Vergnügen, es hat dann riesig Spaß gemacht, bei ihm als Co-Trainer nachher zu arbeiten in Innsbruck nochmal. Und nein, er hat sicherlich einiges auch bei mir geprägt. Es war ein großer medialer Aufschlag, dass du zurück bist beim HSV. Du selbst hast aber gesagt, boah, ich will gar nicht viel reden, ich will erst mal arbeiten, weil das steht im Vordergrund. Ja, ich denke ganz einfach, dass wir einiges tun müssen. Also jetzt war es die Zeit im Moment, wo wir haben Einblick verschafft jetzt und habe mir die ganzen Sachen mal in Ruhe angeguckt, viele Gespräche geführt auf der anderen Seite. Und ich denke, wenn man das jetzt insgesamt jetzt in den 3 Wochen sieht, ich zumindest, dass wir doch gut aufgestellt sind. Das heißt also, allein mit Ochsenzoll haben wir optimale Bedingungen. Hier am Campus haben wir optimale Bedingungen, was den Nachwuchs angeht. Und deswegen geht es für uns eigentlich darum, jetzt eigentlich klar zu werden, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin, was haben wir vor. Und das werden wir sicherlich gemeinsam erarbeiten. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Dein erster Tag beim HSV, morgens aufgestanden, hierher gefahren. Mit was für ein Gefühlen? Wie war das, hier dann wieder anzukommen? Der erste Tag ist ungefähr jetzt schon ein Jahr alt, muss ich halt dazu sagen. Ich habe mit Jonas Bolt im letzten Jahr schon gesprochen, weil wir beide kennen uns ganz gut. Und es ist dann zum Ende der Saison damals, fanden mehrere Gespräche statt. Und dann kam irgendwann der Tag, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe mit, ich mache mit. Und nein, ich denke einfach, dass es einfach im Moment eine Geschichte ist, wo wir diesen Weg über den Nachwuchs gehen müssen. Und ich hoffe, dass da wirklich jeder mitmacht, weil wir werden alle gebrauchen und am Ende des Tages wird es ein Wir sein müssen, weil ich glaube ganz einfach, dann sind wir stark, dann sind wir gut. Wir haben viele gute Junge. Die Frage wird am Ende sein, was machen wir daraus und wie gehen wir damit um und wie bringen wir sie nach oben. Wie war die Herangehensweise in den ersten Tagen, in den ersten Wochen? Hattest du so eine To-Do-Liste, die du abgehakt hast oder wie bist du das Ganze angegangen? Ich bin eigentlich ganz wertfrei an die Geschichte rangegangen, weil ich hatte auch so gewisse Vorstellungen meinerseits. Aber ich habe eigentlich versucht, einfach das erstmal zu nehmen, was vorhanden ist, was da ist. Und da muss ich halt sagen, war ich sehr überrascht, auch die ganze Herangehensweise, die Idee, die dahinter steckt, sie hat mir eigentlich gefallen und da müssen wir jetzt halt einfach gucken, was können wir verbessern, was müssen wir verbessern. Wir haben zum Beispiel im Moment sind wir dabei, einfach die Basis zu verbessern. Wir haben noch zwei Physiotherapeuten oder einen Physiotherapeuten jetzt komplett eingestellt. Davor hatten wir schon einen eingestellt, jetzt noch zwei Fitnesstrainer eingestellt, sodass wir da erstmal die Basis, worauf wir arbeiten können, geschaffen haben, dass die Jungs da optimal oder die Mädels auch optimal betreut werden. Und das sind dann eben schon erste Ergebnisse aus den Gesprächen, die du zu Beginn mit allen geführt hast. Ich glaube, du hast wirklich mit jedem Trainer, mit dem kompletten Trainerteam von U21 bis runter U11 dann gesprochen. Ja, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel Zeit in Norderstedt verbracht. Ich war jetzt 3 oder 4 Mal, glaube ich, in Norderstedt, habe mit den Trainern dort auch gesprochen. Und weil das ist ja unsere Basis, wo wir letztendlich anfangen. Und da werden wir auch noch einiges investieren müssen und machen. Und nein, die Trainer mittlerweile habe ich alle gesprochen. Das war ja mein Hauptanliegen am Anfang. Wir mussten einiges verändern, weil Hannes ist ja nach oben gegangen, Hannes Dreh. Und Piet ist dann eben halt auf die U21 aufgerückt, sodass wir da, sag ich mal, am Anfang schnell und zügig eigentlich eine Entscheidung treffen mussten. Das haben wir getan. Und ich glaube ganz einfach, dass wir nicht zu viele Baustellen im Moment aufgemacht haben, sondern eigentlich jetzt wirklich kontinuierlich arbeiten können. Und da werden wir halt gucken, müssen wir irgendwann was korrigieren, müssen wir irgendwas noch anders machen oder verändern. Aber das wird immer eine Geschichte wir sein. Nochmal, ich sehe mich da jetzt nicht alleine, sondern ich sehe mich da mit den Trainern zusammen in einem Boot. Und ich denke, wir sind dafür verantwortlich am Ende, was damit passiert. Kompliment auch, sage ich hier ganz klipp und klar, an die Leute vom Staff, die alle drumherum mitarbeiten, also wirklich mitziehen. Und es macht eigentlich im Moment, muss ich ganz einfach sagen, es macht schon einfach riesig Spaß. Du bist auch, also wenn ich jetzt mal frage, wie dein Arbeitsalltag aussieht, du bist auch viel draußen an den Trainingsplätzen, guckst dir die Trainingseinheiten mit an, ohne aber einzugreifen, sondern einfach um Eindrücke zu gewinnen.
Ja, natürlich. Einfach zu gucken, was passiert da, was machen die Trainer, machen sich Gedanken und so weiter. Und deswegen sage ich es jetzt nochmal, also ich bin sehr überrascht. Auch dieses Engagement, was ich in Norderstedt gesehen habe, im Campus ist eh klar. Im Moment ist es natürlich auch ein Problem, was da glaube ich alle haben mit Corona, dass es nicht ganz so glatt geht, wie man sich das so vorstellt. Aber ich glaube auch, dass wir das im Moment ganz gut meistern und da wirklich in der Lage sind, optimal unseren Job zu machen. Mit deiner Verpflichtung gab es ein Interview auf hsv.de, wo du gesagt hast, wir brauchen eine Spielphilosophie, die ohne Wenn und Aber gelebt wird. Kannst du da nochmal erklären, was du genau damit meinst, was sich dahinter verbirgt? Ja, für mich geht es einfach darum, dass wir ein Gesicht haben. Wenn wir auf den Platz kommen, dass jeder weiß, dass wir unser Spiel nach vorwärts tragen, dass wir diese Spiele gewinnen wollen und einfach auch diese Spiele bestimmen wollen. Die Philosophie letztendlich ergibt sich ja aus dem Kader, den wir haben. Sondern es geht ja nicht einfach darum, irgendetwas aufzudrücken, aber eins ist auch klar. Das haben die Spiele, die ich jetzt schon gesehen habe, einige Augen gezeigt, dass wir in der Lage sind, Top-Fußball zu spielen, den ersten Pass vorwärts zu spielen, nachzugehen, Druck aufzubauen. Das ist alles vorhanden, das ist alles da. Wir müssen es einfach nur leben. Und das ist auch eine Geschichte, wo ich jetzt einfach glaube, eine Philosophie festzulegen, es wird eine gewisse Zeit dauern und es wird so sein, dass wir sie festlegen. Also ich werde die Trainer sicherlich mitnehmen. Wir werden gucken, was für Möglichkeiten haben wir, was können wir machen, was können wir tun. Also da jetzt irgendwo, und das wird sicherlich nicht passieren, einfach einen Deckel draufzusetzen und sagen, das ist der Weg, das machen wir, das werden wir nicht tun. Sondern wir werden da flexibel bleiben. Wir werden gemeinsam gucken, welchen Weg gehen wir. Und ich glaube, wir werden am Ende erfolgreich sein. Also Spielphilosophie heißt jetzt nicht als Beispiel, alle Jugendmannschaften spielen im 4-4-2, sondern es geht trotzdem auch darum, eine Flexibilität den Trainern zu überlassen. Es macht ja keinen Sinn, einfach 4-4-2 zu spielen, wenn ich die Spieler da nicht mehr habe. Genau wie im 3-5-2. Sondern es geht eigentlich darum zu erkennen, was habe ich für Spieler. Es geht ja auch darum, die Spieler auszubilden. Mir geht es jetzt nicht darum, sage ich mal, in diesem Jugendbereich ganz unten, so wie in der Fußballschule angefangen, dann bei den 11, 12, 13, 14, 15-Jährigen, darum unbedingt jedes Spiel zu gewinnen. Sondern es geht eigentlich darum, die Spieler weiterzuentwickeln, die Spieler vorzubereiten auf den Bereich 16, 17, 18, 19 und dann hin halt in den Kader nach oben. Ich denke mal, im Moment haben wir den großen Vorteil, dass wir wirklich alle an einem Strick ziehen und vor allen Dingen, wir sind durchlässig nach oben. Ich meine, mit Daniel Thun haben wir einen Trainer jetzt oben auch, der selber aus dem Leistungszentrum von Osnabrück kommt, der dann in Osnabrück die Profimannschaft trainiert hat, der diese Geschichten alle kennt und ich glaube, das ist ein optimales Arbeiten. Also so zeichnet es sich im Moment ab. War das mit einer der Gründe, der dich am Ende gecatcht hat, wo du gesagt hast, also jetzt nicht der Trainer selbst, die Person Dani Thun, sondern vielmehr die Gesamtidee, dass mehr entwickelt werden soll, dass wieder mehr Durchlässigkeit sein soll, von unten nach oben? Ja, ich habe einfach, die Überlegung bei mir war ja auch immer, dass ich immer wieder gesagt habe, ich habe es nicht verstanden, dass Leute wie Boateng zum Beispiel, die alle hier gespielt haben, sind alle marschiert, haben eine riesen Karriere gemacht, warum diese Spieler eigentlich nachher in Hamburg geblieben sind, warum das so war oder weshalb das so war, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber man hat immer wieder gesehen, wir haben diese guten Jungen und nach wie vor, was ich bis jetzt gesehen habe, wenn ich unsere U19 gesehen habe im Moment oder die U17, die ich jeden Tag vor Augen habe, mit der U16 auch, plus die U21, was im Moment da ist, haben gute Junge dabei, die hier halt noch nicht fertig sind, die du einfach ausbilden musst, denen vielleicht auch die Hilfe geben musst und sie unterstützen musst in jeder Form. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, in ein, zwei Jahren wirklich Spieler von unten nach oben Stück für Stück aufzubauen, vorzubereiten und dass das dann auch im Profibereich wirklich ankommt. Die U21 startet morgen gegen Lüneburg an der Wolfgang-Mayer-Sportanlage. Ich glaube, Ende September startet dann auch U19, U17. Was sind so die Erwartungen jetzt an diese Mannschaften? Gibst du Tabellenplätze vor oder ist es dann halt wirklich eben diese Entwicklung, die im Mittelpunkt stehen soll? Nein, also die Entwicklung steht im Mittelpunkt. Das, denke ich, ist auch kein Thema. Bei der U21 wird es auch eine Geschichte sein. Es werden immer wieder Spieler von oben runterkommen. Es ist keine eingespielte Mannschaft, sodass wir da immer halt auch gucken müssen, wie kriegen wir das auf die Reihe. Und am Ende wird es in der U18 so sein, dass wir da wirklich eine Mannschaft haben mit Jugendjahrgang und Altjahrgang, die sicherlich oben mitspielen kann. Aber es geht eigentlich nicht um den Titel. Natürlich, wenn ich gut bin oder wenn sie gut sind, ist es eh klar, der Titel wird automatisch dann erscheinen, irgendwann mal, wenn ich das schaffe, wenn ich da oben an der Spitze spielen kann. Aber das ist eine Geschichte ganz einfach, wo ich dann behaupte, einfach mal, wenn sie gut ausgebildet sind, wenn sie als Mannschaft vor allen Dingen funktionieren, dann sind sie in der Lage, jeden zu schlagen. Und dann können sie diesen Weg auch gehen. Also am Ende
Ich habe es ja selber am eigenen Leibe erlebt. Am Ende ist es immer eine Geschichte, wie funktioniert das Team, wie funktioniert die Mannschaft. Und das ist für mich auch das Entscheidende. Wie funktioniert Ochsenzoll als Team? Wie funktioniert der Campus? Wie funktionieren wir zusammen? Und wenn wir zusammen funktionieren, wenn einer für den anderen steht, dann werden wir gut sein. Und da müssen wir halt einfach nur arbeiten. Mehr müssen wir nicht tun. Klingt relativ simpel in der Theorie. Ja, aber nochmal in der Theorie, das hat mit Theorie jetzt in der Form nichts, sondern hat was mit Praxis zu tun. Weil für mich geht es eigentlich darum, du musst auch Spaß daran haben. Und das ist das, was ich eigentlich auch von meinen Trainern erwarte, dass sie den Kids Spaß vermitteln. Weil ich glaube, jeder, der Spaß an diesem Sport hat, der ist gut. Der wird gut, der wird sich verbessern. Das ist immer, kann sich, glaube ich, jeder selber ausrechnen. Wenn ich mit so einem Gesicht da hinkomme, dann wird es schwer, seine Leistung abzurufen. Aber ich glaube ganz einfach, und das ist eigentlich unsere Aufgabe, diesen Sport, der wirklich top ist, muss ich halt ganz einfach sagen, ob Jungs, ob Mädels in diesem Fall, einfach diesen Spaß auch mitzunehmen, sich zu quälen, selber zu wissen, was passiert oder was da läuft. Und dann gibt es, und das, glaube ich, kann ich hier jedem mitgeben, dann gibt es so ein Wort, das heißt einfach Ehrlichkeit. Ehrlich zu sein gegen sich selbst, tue ich alles, bin ich bereit, alles dafür zu geben. Und dann ist es halt die Frage, bin ich ehrlich untereinander? Dass der eine dem anderen hilft, ihn anspricht, sieht, was da passiert. Das sind eigentlich diese Attribute, die jetzt eigentlich treffen müssen und die eigentlich kommen müssen in der Form. Und das ist eigentlich das auch, was ich erwarte, dass wir wirklich gemeinsam für diese Dinge stehen und dann gemeinsam wirklich unseren Sport nach vorne treiben, unsere Spiele betreiben. Und wir gehen auf den Platz, um Spiele zu gewinnen und uns einfach zu verbessern. Um diese Dinge wird es gehen. Heißt am Ende also auch, dass einen guten Jugendspieler gar nicht mehr unbedingt nur noch das Talent ausmacht, sondern eben Wille, Teamplayer-Gedanke und so genauso entscheidend sind oder vielleicht sogar einen Tick dann mehr als nur das reine Talent? Aber das Talent hat ja früher nicht alleine gereicht. Ich meine, nur alleine mit Talent zu spielen, glaube ich, wird nicht funktionieren. Sondern es geht eigentlich auch darum, sag ich mal, sich einzubringen, für die Mannschaft zu arbeiten, auch der Mannschaft was zurückzugeben. Ich meine, eins ist doch klar, jedes Talent, der noch egal wie gut er ist, er braucht die anderen 10, um Fußball zu spielen. Er kann nicht alleine spielen. So. Und das ist einfach auch das, was man diesen Jungs mit an die Hand geben muss. Ich glaube, ganz einfach wichtig ist, dass beide immer alles einbringen, aber dass der eine, der vielleicht dieses Talent etwas mehr hat, sich mehr einbringt, dass er mehr dafür tut, dass er dann für die Jungs auch mal was tut. Und vor allen Dingen, ich habe es ja oft genug gehabt mit meinen Nationalspielern auch, es waren ja viele Jungs, die in die Nationalmannschaft gekommen sind, aber sie sollen nicht vergessen, wer ihnen dabei geholfen hat. Die anderen, die nicht in der Nationalmannschaft spielen, die haben denen ja auch geholfen. Und dann ist das halt die Frage ganz einfach, gebe ich was zurück? Und das waren halt immer wieder die Dinge, wo ich einfach glaube, dass am Ende wird es immer über die Mannschaft gehen. Es wird nicht der Einzelne den Titel gewinnen, sondern am Ende wird die Mannschaft den Titel gewinnen. Und das ist dann vielleicht nicht der Trainer und das ist auch nicht das, der 17., 18., 19., sondern das sind wir alle. Denn wenn sich jeder einbringt, wenn jeder mitmacht, dann zählt der Zeugwart genauso wie der Trainer und wie die besten Spieler am Ende des Tages. Und das ist eigentlich das, was ich im Nachwuchs erwarte. Das habe ich gelebt über Jahre und es war immer erfolgreich, muss ich halt dazu sagen. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Du hast die sehr guten Bedingungen im Campus angesprochen. Ja. Wenn man im Campus ist und einmal hier rüber guckt, dann ist es nicht weit ins Volksparkstadion. Ja. Auch das muss ja dann am Ende oder sollte das Ziel sein, jeden Jungspielers hier dann auch einmal auflaufen zu dürfen. Ja, ich meine, die Jungs haben es ja vor Augen. Ob ich jetzt nun von Norderstedt dann hier rüber komme, nachher, wenn ich 15, 16, 17 bin, dann habe ich den Campus hier oben. Und vom Campus aus dann hier rüber ist ja nicht mehr weit. Aber wie gesagt, wir sollten auch nicht vergessen, dass der Weg für die Jungs auch schwer ist. Teilweise stehen die Jungs morgens um kurz nach 6 auf, gehen in die Schule, kommen dann wieder aus der Schule zurück und haben da schon trainiert. Trainieren dann nachmittags hier auch nochmal wieder, dann ist der Tag schnell rum und dann haben wir abends 19, 20 Uhr. Also es sind schon lange Tage. Und wenn man das 4-mal oder 5-mal die Woche hat, dann dazu noch die Spiele. Also umsonst gibt es das alle nicht. Wir sind natürlich, wie ich immer so schön sage, bereit. Wir machen alles, wir tun alles. Wir dienen auch. Aber sie müssen auch zurückzahlen. Also da geschenkt werden sie nichts kriegen, aber ich glaube auch, das wollen sie nicht. Und so wie ich die Jungs jetzt kennengelernt habe und was ich gesehen habe, also ja, bin ich da guten Mutes. Daniel Thun hat erzählt, in einem eurer ersten Gespräche, glaube ich, dass du gesagt hast, du wirst von unten pushen, wirst die ganze Zeit probieren, Jungs anzubieten und dass er gesagt haben soll, das ist gut, weil ich werde die ganze Zeit von oben ziehen und ich will Jungs haben. Wie ist der Austausch zwischen Nachwuchs und FBL? Da sind ja auch viele neue Leute. Ja. Muss das noch zusammenwachsen? Ja, natürlich. Gut, ich meine, wir haben uns ausgetauscht. Wir wissen beide, wie es geht und was wir wollen. Und das ist auch klar. Aber entscheidend ist halt einfach, dass wir im Moment beide 3 oder 4 Wochen im Amt sind.
So, und dann müssen wir jetzt halt einfach mal gucken, wie entwickelt sich das, wie schnell kommen wir eigentlich dahin, dass wir auf der Basis arbeiten können, dass wir das alles leisten können. Und ich gehe mal einfach davon aus, ich habe ja diesen Weg früher mal beim DFB mitgemacht, mit dem Talentförderprogramm, wo wir 2000 in Rumpelfußball gespielt haben. Und da haben wir auch gleich eine Vorgabe gehabt und das muss man einfach so sehen. Da hieß es 3 bis 5 Jahre. So, hier haben wir sie tagtäglich. Aber 3 Jahre wird so, schätze ich mal, 2, 3, 4 Jahre kann es dauern. Aber es wird ein kontinuierlicher Weg sein. Und den müssen wir nochmal kontinuierlich gehen. Der ist auch nicht abhängig nachher von mir oder von den einzelnen Personen, sondern es ist dann eben die Philosophie, die der Verein dahinter hat. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir in Hamburg jetzt dabei bleiben, den Weg über den Nachwuchs wirklich noch weiter verstärken, vielleicht noch mehr aufbauen und da eigentlich auch noch ein bisschen mehr investieren und machen und tun. Und ich glaube, dann können wir diesen Weg wirklich gehen.